Herzlich willkommen bei Metropolis. Metropolis. In Casablanca treffen wir Marokkos bekanntesten Regisseur Nabil Ayouch. In seinem Spielfilm Much Loved über Prostitution in seiner Heimat wirft er einen wütenden Blick auf die Doppelmoral der marokkanischen Gesellschaft. Wir sprechen mit der Pussy Riot-Aktivistin Nadia Tolokonnikova über ihre Erfahrungen im Straflager, den Widerstand gegen Putin und was Kunst im heutigen Russland bewirken kann. Und besuchen in Paris Antoine Leris. Bei den Anschlägen vom 13. November verlor er seine Frau. Sein aktuell in Frankreich erschienenes Buch »Meinen Hass bekommt ihr nicht« ist ein Statement gegen Gewalt und für die Freiheit. Doch zunächst reisen wir in unsere Metropole der Woche, nach Paphos. Sie hat eine große Vergangenheit, die kleine Hafenstadt im Südwesten Zyperns, Weltkulturerbe. Aber die Gegenwart sieht anders aus. Paphos hat sich an den Tourismus verkauft und wird 2017 Kulturhauptstadt Europas. Eine Herkulesaufgabe für eine Stadt, die ihr Gesicht verloren hat. Seit der Teilung Zyperns in den türkischen Norden und den griechischen Süden ist Paphos auf der Suche nach Identität. Ich bin Fotograf. Als ich 2 Jahre alt war, musste ich Paphos verlassen. Vor 12 Jahren wurde die Grenze geöffnet, so kam ich zurück. Als türkischer Zypriot wollte ich sehen, wo ich geboren bin. This is the point that the first life start in Paphos. In den Höhlen, die direkt unter uns liegen, begann die Besiedlung von Paphos. Hinter mir das schöne Amphitheater. Von den Römern haben wir einzigartige Mosaiken, für die Paphos berühmt ist. Vor 30 Jahren war hier nichts außer Kakteen. Jetzt eine Tourismusindustrie. Den Titel Kulturhauptstadt 2017 brauchen wir. Bekommen haben wir ihn nicht, weil Paphos eine der schönsten Städte ist, sondern weil wir verzweifelt sind. Wir haben so viele ungelöste Probleme. Wenn du als Tourist in die Altstadt kommst, bist du verloren. Du drehst dich ständig im Kreis. Auch ich kenne mich oft nicht mehr aus. Du hast Glück. Heute arbeitet mal jemand. Vielleicht geht ja alles gut. Aber es geht doch sehr langsam voran. Ich wünsche mir, dass in 11 Monaten alles fertig ist. Aber mit Blick auf den gewöhnlichen Ablauf der Dinge wird es noch Jahre dauern. It will take years and years to finish this project. Zunächst sollte das Abwassersystem erneuert werden. Das begann vor 5 Jahren. Es hat Bauskandale gegeben. Unser Bürgermeister sitzt im Gefängnis. Der Nachfolger im Amt nimmt eine Parade ab, die mit der Stadt wenig zu tun hat. Gefeiert wird der Kampf der Griechen gegen das Osmanische Reich, die Unabhängigkeit Griechenlands von 1821. Dass Zypern erst 1960 nachzog, spielt dabei keine Rolle. Zelebriert wird der alte Konflikt zwischen Griechen und Türken. Für Schulen ist die Parade Pflicht, also müssen Schüler und Studenten mitmachen. Ich glaube, wenn man es nicht schafft, sie zu überzeugen, dann werden sie einfach gezwungen. Ich bin nicht besonders groß, deshalb musste ich nie mitlaufen. Darüber bin ich sehr froh. Musik
Jannes pfeift auf den Nationalfeiertag. Er ist Künstler, arbeitet im Team für Paphos 2017 und weiß, dass die Probleme seiner Stadt jenseits der Parade liegen, hinter den Bauzäunen. Das ist der zentrale Platz in Paphos. Hier die Bibliothek, dort das Polizeirevier, die Hochschule, daneben der Eingang zum alten Stadion und dort das Rathaus, eine Baustelle. Der ganze Platz wird mit Marmor gepflastert. Bisher war es schon ein Friedhof. Es kann also nur besser werden. Das war ein Friedhof? Nein, der Platz war ständig so leer wie ein Friedhof. Egal, was die Veränderungen bringen, schlechter kann es nicht werden. Er ist der bekannteste Gitarrist Zyperns, Timotheos Dilianides. In den Königsgräbern, wo im 3. Jahrhundert vor Christus reiche Beamte bestattet wurden, findet er den passenden Ort, um von der Trauer in Paphos, aber auch von der Schönheit der Stadt zu erzählen. Paphos ist ein Mosaik aus verschiedenen Kulturen. Alle haben die Stadt geprägt, über die Jahrtausende in Besitz genommen. Römer, Türken, Briten. Jetzt die Touristen. Wir leiden darunter, in diesem Mix der Kulturen uns selbst zu finden. Aber gerade in dieser doch sehr schönen Mischung steckt unsere Identität. Argenç wohnt im alten türkischen Viertel, in dem seit der Teilung Zyperns griechische Flüchtlinge aus dem Norden leben. Die türkischen Zyprioten mussten Paphos vor über 40 Jahren verlassen. Die Spuren, die sie hinterließen, dokumentiert Argenç mit der Kamera. Hier wird alles auf den Kopf gestellt, angefangen bei den Türen. Jede zeigte das Gesicht der Bewohner eines jeden Hauses. Die Türen hatten etwas Persönliches. Nun hat irgendjemand beschlossen, das zu ändern und diese Holztüren in Aluminium umzurüsten. Sie haben alles ausgetauscht. Immer gleich. Aus derselben Produktion. Früher hatte jede Holztür eine andere Farbe. Unterschied sich. Trotz Kulturhauptstadt 2017 werden bis heute die Holztüren entfernt. Aus Individualität wird Anonymität in Aluminium. Die alten Leute sind mit Aluminium wahrscheinlich glücklich. Das macht weniger Arbeit. Aber für die junge Generation, für die Zukunft auf Zypern, ist das ein furchtbarer Schaden. Auf Zypern ändert sich alles sehr schnell. Besonders von Schönheit zur Hässlichkeit. Auf dem Schild steht auf der einen Seite in Griechisch: Wir vergessen nie. Sie werden niemals vergessen, was sie verloren haben. Familie, Haus, alles, was der Krieg ihnen genommen hat. Dieses Schild der griechischen Flüchtlinge aus dem Norden zeigt aber auf der Rückseite den ursprünglichen Text der früheren türkischen Einwohner. Welch ein Glück, dass ich Türke bin. Haben die neuen Bewohner das verstanden? Jedenfalls haben sie es nicht entfernt. Viel Metall gab es damals nicht. Sie haben das Schild einfach umgedreht und auf die Vorderseite das Gegenteil ihrer Parole geschrieben. Als ich das sah, dachte ich, unmöglich. Woher kommt das? Ist das Faulheit? Oder die Toleranz der Leute. Sie sind die Breaker und Hip-Hopper von Paphos, haben in Eigeninitiative das House of Dance gegründet, tanzen sich die Seele aus dem Leib, damit endlich auch in Paphos die Post abgeht.
Yo, I get it on popping. Doc, unlocking your doors, clocking my drawer, socking your mouth with a torn stocking. Wrapped around a knocking. I creep in while you parking. Shoot out the lights. It was something foreign for us. Because it's Breaking war für uns was Fremdes. Hat ja nichts mit der Kultur auf Zypern zu tun. Aber als wir loslegten, lernten und tanzten, wurde es zu unserer Identität. Die Nominierung zur Kulturhauptstadt war richtig cool. Wir haben beim Wettbewerb mitgemacht. Endlich wurden wir wahrgenommen. Das ist so wichtig für uns. Denn bisher hatte man Breaking und Hip-Hop in dieser Stadt völlig unterschätzt. Jetzt haben wir das Gefühl, dass es besser wird. In diesem Privathaus haben Künstler wie Yannis mit eigenen Mitteln gerade ein Kulturzentrum eröffnet. Unser Ziel ist es, in Paphos Künstlern und Kunstliebhabern einen Ort zu geben. Es gab nichts Vergleichbares für die bildende Kunst in der Stadt. Und wir finden, dass es höchste Zeit ist. Von der Regierung wurde Paphos nie beachtet. In Sachen Kunst waren wir immer das allerletzte Glied, bekamen nie Unterstützung. Jetzt haben wir das selbst in die Hand genommen. Ein offenes Haus für alle, die mehr wissen wollen oder an Workshops interessiert sind. Seit den römischen Mosaiken hat es keine kulturelle Entwicklung in Paphos gegeben. Das europäische Programm im nächsten Jahr ist unsere letzte Chance. Was ohne Geld, aber mit viel Fantasie geht, das hat der Autodidakt Stas Paraskos mit seinem College of Art in den 70er Jahren vorgemacht. Ein kreativer Spielplatz aus der Hippie-Zeit, an dem seine Tochter Margaret bis heute festhält. Mein Vater Stas war der Einzige, der Kultur nach Paphos gebracht hat. Jahrelang gab es hier sonst nichts. Das College war der einzige Ort, an dem Kunst stattfand. Vielleicht zu anspruchsvoll für Leute, die nichts von Kunst verstehen. Aber in all den Jahren gab es keinen anderen Platz dafür. Das mag versnobbt klingen, aber wenn man Kultur wollte, dann ging das nur hier. Erst in der letzten Zeit wird auf Zypern überhaupt Kunst studiert. Die Leute interessierten sich nicht dafür. Sie studierten lieber etwas, was ihnen einen Job verschaffte. Als berufliche Laufbahn kam Kunst nicht in Frage. Das ist nur was für Spinner. Wir verkaufen nur Sonne, Sand und ein bisschen Sex. Das machen andere Touristenstädte auch, besonders die im Mittelmeerraum. Davon müssen wir uns unterscheiden und kreative Energie entwickeln, damit die Leute deswegen zu uns nach Paphos kommen. Literatur. 5 Monate sind seit den Attentaten von Paris vergangen. Antoine Léris hat seine Frau im Bataclan verloren. Und ganz Frankreich mit einem offenen Brief bewegt. Meinen Hass bekommt ihr nicht. Jetzt wurde daraus ein Buch. Wenn er an die Nacht des 13. November zurückdenkt, kommen ihm Bilder einer zerfallenden Welt. Paris schien an diesem Abend eine tote Stadt, keine verletzte Stadt. Dann wäre da noch etwas Leben gewesen. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich durch diese Geisterstadt fahre. Die Attentate hatten mich schon im Griff. Ich war dabei, voll gegen die Wand zu fahren. Seine Frau Hélène war an diesem Abend aus, im Bataclan. Er mit dem gemeinsamen 1,5-jährigen Sohn zu Hause, als die Nachricht von den Attentaten kam. Hélène geht nicht ans Telefon,
Eine nächtliche Odyssee durch die Stadt beginnt. Lerice sucht sie in allen Krankenhäusern von Paris. Einerseits dachte ich, sie geht nicht ans Handy, weil sie sich bestimmt irgendwohin gerettet hat. Ich hatte die Hoffnung, dass sie unverletzt ist. Je länger ich herumfuhr, ahnte ich aber, es ist vorbei. Die Ahnung wird zur Gewissheit. Unter den 130 Todesopfern ist auch seine Frau, Hélène Muyal-Lerice, 35 Jahre, Melvilles Mutter. Nachdem Lerice sich von ihr verabschiedet hat, schreibt er einen offenen Brief auf Facebook, adressiert an die Mörder. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes. Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Der Brief verbreitet sich wie ein Lauffeuer, bewegte die Welt. Eine mutige Stimme von einem, der durch den Terror die Liebste verlor und sich dennoch einfachen Reflexen verweigert, sich dem Hass entgegenstellt. Ich commençais à entendre autour de moi des... Um mich herum hörte ich bereits immer mehr Stimmen, die mir nicht gefielen, wie man über Terroristen sprach. Und insbesondere über Muslime. Da war plötzlich diese Aggressivität. Mit diesem Brief wollte ich auch den mir Nahestehenden sagen, dies ist meine Haltung und die, mit der Melville aufwachsen soll. Antoine Lerice war Radiojournalist. Im vergangenen Herbst stieg er aus, weil er sich mehr Zeit für Frau und Baby nehmen wollte. Windeln wechseln, Fläschchen machen, in den Park gehen. Lerice erzählt in seinem Buch ergreifend, wie der Alltag ohne Hélène weitergeht. Der Kleine, damals 17 Monate alt, vermisst seine Mutter. Aber darüber sprechen kann er noch nicht. Wie Melville beibringen, dass die Mama tot ist. Der Trauer einen privaten Raum schaffen. Für das Opfer eines Terroranschlags dieser Dimension eine schwere Herausforderung. Doch Lerice gelingt es, durch das Schreiben eine Schutzzone für sich und sein Kind zu kreieren. Für Melville war es wichtig, meine tiefe Trauer zu spüren und seine Trauer zu durchleben, die Mama zu verlieren. Auch wenn er es noch nicht rational versteht. Ich wollte nicht, dass diese Trauer überlagert wird vom Hass gegen die Mörder. Wollte nicht, dass unsere Gefühle identisch sind mit den Slogans, die sich als Dauerschleife durch die Informationskanäle zogen. Tausende Menschen trauerten nach den Anschlägen. Lerice vermag es, diesen Schmerz und das Leben danach in Worte zu fassen. Dennoch, er will kein Held sein, kein Symbol. Seine Stärke schöpfte aus dem festen Glauben an die Vernunft. Moi, j'ai peur, comme tout le monde. Ich habe genauso Angst wie jeder andere. Es gibt Tage, an denen ich Lust habe, mit meinem Kind einfach aufs Land zu ziehen, damit wir Ruhe haben. Aber ich verbiete es mir ausdrücklich, mich von der Angst leiten zu lassen. Das heißt aber nicht, dass ich das Gefühl nicht kenne. Die Angst besiegen heißt, zu unterscheiden, sich zur Vernunft zu rufen. Sich weder den Terroristen noch den aggressiven Parolen derer zu unterwerfen, die den Terror für ihre Zwecke nutzen. Bilder der Trauer. Was in Paris passierte, wiederholte sich in Brüssel. Und wieder setzt Lerice etwas dagegen. Das macht mich unglaublich traurig. Aber ich habe noch immer vor, dem Hass Widerstand zu leisten. Jeden Tag. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gewinnen werden. Mit wir meine ich nicht nur wir Franzosen oder wir Europäer, sondern ich meine alle Menschen, die für die Freiheit in der Welt eintreten. Ich hätte mir gewünscht, dass mein erstes Buch eine Geschichte wäre, aber auf keinen Fall meine, schreibt Lerice. In seinem Buch schafft er es, dem absoluten Hass Menschlichkeit entgegenzusetzen, dem Terror die Grundlage zu entziehen, den Mördern seiner Frau die Gefolgschaft zu verweigern. Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Sein ganzes Leben wird dieser Junge euch beleidigen, weil er glücklich ist und frei. Denn nein, auch seinen Hass bekommt ihr nicht.
Kaum wiederzuerkennen, aber zurück. Nadja Tolokonnikova. Als Frontfrau der anarcho-feministischen Punkrock-Band Pussy Riot und Aktivistin gegen Putin wurde sie berühmt. Der brachte sie ins Lager, aber nicht zum Schweigen. Sie hat den Punk gegen Rap getauscht, die Sturmhaube gegen Nylonstrümpfe und stellt auch in ihrem neuesten Video Cheka, Korruption, Kriminalität und die russische Autokratie an den Pranger. Es war sauschwer, das Video zu produzieren. Alle sagten, nein, 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 wir können nicht mitmachen. Das ist viel zu gefährlich. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, bis ich endlich ein paar mutige Mädchen fand. In ihrem Kampf für die Freiheit geht die heute 27-jährige Künstlerin neue Wege. Hat gerade in Los Angeles ihre erste Platte eingespielt und ein Buch geschrieben, das sie auf ihrer Lesereise in Deutschland vorstellte. Anleitung zur Revolution. Aktuell auch in Frankreich erschienen. Ihre Autobiografie und politisches Manifest. Im Buch geht es nicht nur um mich, sondern vielmehr um die russische Regierung und wie sie Menschen behandelt. Rückblende. Schön, provokativ, mit großem Gespür für Symbolik. Die Bilder des Schauprozesses im Sommer 2012 gingen um die Welt. Pussy Riot vor Gericht. Weil sie in der Moskauer Christerlöserkirche ein Punkgebet performt hatten. Ein Frontalangriff auf Putin und seine Verflechtung mit der russisch-orthodoxen Kirche. Pussy Riot war kein isoliertes Phänomen. Wir waren inspiriert vom politischen Aufbruch Ende 2011. Damals gingen Tausende auf die Straße, protestierten nach mutmaßlichen Fälschungen bei der Duma-Wahl gegen Präsident Putin und dessen autokratische Politik. Geprägt durch ihren rebellischen Vater und seit dem 16. Lebensjahr gemeinsam mit ihrem Mann aktiv in der regierungskritischen Künstlergruppe Vojna, gründet die junge Philosophiestudentin 2011 in Moskau eine Mädchenband und mischt während der Proteste kräftig mit. Punk als ironische Waffe gegen den Kreml. Pussy Riot lachen die Mächtigen aus, machen sich stark für Frauenrechte und die Freiheit der Kunst. Muschi-Krawall. Guerilla-artig, wild, naiv. Pussy Riot ist Karneval, Zirkus, ironisch und lustig. Wir waren sicher, unser Land ändern zu können. Und zwar von jetzt auf gleich. Mit dem Punk-Gebet wird es Putin dann zu bunt. Er bringt die junge Mutter und eine weitere Aktivistin wegen Rowdytums aus religiösem Hass für 2 Jahre ins Straflager. Die Macht schlägt zurück. Schon in der Haft prangert Tolokonnikova die Bedingungen im mordwinischen Straflager an. In Briefen. Und jetzt in ihrem Buch. Schreibt über Demütigungen, Folter, 17 Stunden Arbeitstage als Näherin von Polizeiuniformen. Es sind so viele Menschen gestorben, die noch am Leben sein könnten, wenn sie wenigstens ausreichende medizinische Versorgung erhalten hätten. Nach ihrer Entlassung vor 2 Jahren werden Nadja und ihre ebenfalls verurteilte Mitstreiterin Maria Aljoschina im Westen zu Stars. Preise, Auftritte weltweit. One more time for Nadja and Masha. Hell motherfucking yeah! Im eigenen Land gründen sie eine NGO für die Verbesserung der Haftbedingungen. Aber der Kampf der Opposition ist schwerer denn je. Repressive Gesetze, Chauvinismus, Anti-West-Propaganda. Putin hat sein Volk hörig gemacht. Schauprozesse wie unlängst gegen die ukrainische Pilotin Nadja Savchenko oder die Ermordung des Kreml-Kritikers Boris Nemtsov befördern ein Klima der Angst. Heute würde ich nicht mehr auf die Idee kommen, Pussy Riot zu gründen. Das Klima im Land hat sich total gewandelt. Die aktuelle Sprachlosigkeit, die Gleichgültigkeit angesichts der politischen Katastrophen im Land
Darauf hat Piotr Pawlenski mit seinen Aktionen eine viel bessere Antwort gefunden. Sich den Mund zunähen, seine Eier an den roten Platz nageln, das drückt die Lage aus. Nadjas Künstlerfreund sitzt seit Januar hinter Gittern. Mag sein, dass die aktuelle Wirtschaftskrise die russische Gesellschaft aufbegehren lässt. Aber führt sie zu mehr zivilem Engagement? Ich glaube daran, dass nur politische Motivation etwas ändern kann und nicht Hunger. Hungrige Menschen machen mir Angst. Wir müssen erst einmal die Wirtschaftskrise überwinden. Und dann kann das russische Volk entscheiden, in was für einem Land und unter welcher Regierung es leben möchte. Putin hat Nadja nicht klein gekriegt. Sie lebt mit ihrer Familie weiterhin in Moskau und ist dort eine deutliche Stimme der künstlerischen Opposition. Dass ihr Kampf heute einen langen Atem braucht, das weiß sie. Cinema, Kino. Mit seinem Spielfilm Much Loved über Prostitution in Marokko hat Nabil Ayouch an ein Tabu gerührt und eine Welle der Empörung in seiner Heimat ausgelöst. Jetzt kommt der Film in die deutschen Kinos. Randa, ich will, dass du richtig heiß aussiehst. Da werden tonnenweise Huren sein. Hast du gehört? Zeigt eure Beine, eure Lippen, euren Arsch. Noah, Randa und Sukena, Prostituierte in Marrakesch. Der Spielfilm Much Loved begleitet sie, zu den Sexpartys etwa mit reichen Freiern aus den Golfstaaten. Offiziell verboten ist Prostitution längst ein Massenphänomen in Marokko. Es herrscht eine ungeheure Heuchelei. Die Prostitution wird heimlich geduldet. Aber darüber offen reden darf man nicht. Es wird auch nicht akzeptiert, dass man sie im Film darstellt. Much Loved konfrontiert die Zuschauer mit der Realität. Die Marokkaner leben inmitten dieser Realität. Sie hat mit ihnen selbst zu tun, aber das möchten sie möglichst weit wegdrücken. In seinen Filmen greift Nabil Ayouch immer wieder gesellschaftliche Themen auf, fasst mit Much Loved ein heißes Eisen an. Nach der Premiere im letzten Frühjahr in Cannes erhielt der Film in Marokko Aufführungsverbot. Mit fast dokumentarischer Präzision zeigt Ayouch, warum Prostitution gerade in patriarchalischen Gesellschaften mit repressiver Sexualmoral ein so weit verbreitetes Phänomen ist. Zudem ein Wirtschaftszweig, der auf der Ausbeutung von Frauen basiert, die aus sozialer Not ihre Körper verkaufen. Die Pariser Soziologin Nassira Genif forscht zu Gender-Themen in arabischen Gesellschaften und bestätigt: Es sind vor allem wirtschaftliche Probleme. Sie berühren die Würde eines großen Teils der Bevölkerung, und zwar derer, die nicht anständig leben können. Die Prostitution hat zu tun mit den ökonomischen Schwierigkeiten und den strukturellen Ungleichheiten in Marokko. Die Prostitutionswirtschaft ist eine Überlebenswirtschaft. So verdient Noah mit dem Geld ihrer Freier den Lebensunterhalt für ihre Familie. Hast du schon alles ausgegeben, was ich dir gegeben habe? Ist nichts mehr da. Hier, ein paar Lebensmittel. Die Scham der Mutter schlägt Noah als Verachtung entgegen. Komm nie mehr hierher. Die Nachbarn reden über dich und das, was du tust. Geld, Macht, Erniedrigung. Im hedonistischen Ambiente privater Luxusvillen werfen saudische Freier mit Edelsteinen um sich. Wer ihn findet, kann ihn behalten. Fern der sittenstrengen Heimat, erkaufte sexuelle Freizügigkeit. Häme für die Ehefrauen zu Hause. Unsere Ehefrauen sind wie dieses Fleisch hier. Tot. Du
In patriarchalischen Gesellschaften erleben viele Frauen keine erfüllte Sexualität. Es ist eine Sexualität ohne Lust. Sie ist nicht selbst gewählt. Und dieses unglückliche, freudlose Sexualleben führt dazu, dass sich ohnehin auch Ehefrauen wie Prostituierte fühlen. Oft geht diese Situation einher mit Demütigungen, Ausbeutung und Gewalt. Dass Prostituierte der Gewalt schutzlos ausgeliefert sind, zeigt der Film. Sukena etwa wird von einem Freier misshandelt. Von der korrupten Polizei hat er nichts zu befürchten. Die schaut weg oder macht mit. Amin, bitte, ich will nicht mit dir schlafen. Sanktioniert werden die Opfer, nicht die Täter. Das hat System. Für ihre Rolle als Prostituierte Noah wurde Schauspielerin Lubna Abidar als schmutzige Hure beschimpft, erhielt Morddrohungen, wurde in Casablanca auf offener Straße tätlich angegriffen. Auf der Polizeiwache hatte ich Pech. Traf auf zwei junge Polizisten, die sich über mich lustig machten. Es ganz okay fanden, dass ich Prügel bezogen hatte. Das war eine knallharte Erfahrung. Da sagte ich mir, heute werde ich geschlagen, morgen bringen sie mich um. Hier wird mich keiner schützen. Ich muss mein Land verlassen. Lubna Abidar lebt heute in Paris. Sie hat ihre Geschichte aufgeschrieben, die demnächst als Buch erscheint. Ein Plädoyer auch für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in ihrer Heimat. Es geht vor allem um Respekt und darum, dass Männer endlich aufwachen müssen. Ich werde mich dafür einsetzen, mit allem, was mir zur Verfügung steht. Der Film hat mich zu einer Kämpferin gemacht. Sie schlagen sich durch und richten einander immer wieder auf. Die Prostituierten in Ayushs Film sind Kämpferinnen, die sich die Lebensfreude nicht nehmen lassen wollen, die zusammenhalten, ihrer sozialen Ausgrenzung etwas entgegenhalten. Freundschaft, Zärtlichkeit und ihre Träume. Da sind wir wunderschön, ganz ohne Make-up oder sexy Klamotten. Wir hätten alles, was wir wollen, wie Prinzessinnen. Much Loved ist eine Hommage an Frauen, die wahrgenommen und gehört werden wollen. Genau diesen Frauen, denen sonst keiner zuhört, gibt Much Loved eine Stimme. Schön von innen, heißt der Film im arabischen Original. Der Titel trifft den Kern. Fotografie, Fotografie. Sie blickt zurück nach vorne. Die amerikanische Magnum-Fotografin Susan Micellas. Vielfach preisgekrönt, etwa für ihre Arbeiten über die Konflikte Zentralamerikas, berührt sie mit ihren zeitlosen Bildern von Krieg und Vertreibung, jetzt in Frankfurt. Sie scheint schier unüberwindlich, die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Und doch versuchen sie es immer wieder. Flüchtlinge aus ganz Zentralamerika. Sie wollen rüber. Das Problem ist nicht neu. Vor 25 Jahren hat die amerikanische Fotografin Susan Micellas dort fotografiert, war mit Flüchtlingen und Grenzsoldaten unterwegs. Ihre Bilder erzählen Geschichten von ungebrochener Aktualität. Die Situation in Zentralamerika hat sich seither nur verschlimmert. Immer mehr Leute versuchen, dort wegzukommen. Und Mexiko ist noch brutaler geworden. Es sind instabile Verhältnisse. Und wer irgendwie das Risiko eingehen kann, der tut es. Susan Micellas hat viel in Zentralamerika gearbeitet. Dass es Zusammenhänge zwischen Elend und Flucht gibt, zeigte sich oft erst später. So war sie Ende der 70er Jahre in El Salvador, hat dort während des schmutzigen Krieges fotografiert. Und immer die Nähe zu den Menschen gesucht. Wie schon zuvor in Nicaragua, wo sie eher zufällig Zeugin der Revolution von 1978 wurde. Ihre preisgekrönten Bilder spiegeln Aufruhr, Hoffnung, Verzweiflung. Oft reichen Micellas die Fotos nicht.
So geht sie 10 Jahre nach der Revolution zurück nach Nicaragua, sucht die Menschen auf, die sie damals fotografiert hat und die sich oft gar nicht mehr daran erinnern, jemals fotografiert worden zu sein. Augusto. Augusto. Sí. Maicelas findet die Geschichte hinter dem Bild, etwa für Augusto, den Kämpfer. Ich bin immer noch derselbe. Ja, aber die Familie hat sich schon verändert. Ich stelle die Fotos in einen Kontext. Das Ursprungsbild bleibt natürlich wichtig, ein bewusst gewählter Ausschnitt. Aber man kann das Umfeld der Arbeit erweitern. So entsteht eine Spannung zwischen einem in sich begrenzten Foto und dem Bezugssystem, das ich erst erschaffe. Auch in ihren Arbeiten über Kurden spannt Maicelas einen Bogen über die Jahrzehnte. Sie selbst hat zu Beginn der 90er Jahre im Irak fotografiert. Nach den Massakern an Kurden durch Saddam Hussein, als Menschenrechtler die Massengräber freilegten. Fasziniert von der Geschichte eines Volkes, über das sie nichts wusste, entdeckt Maicelas, welche Bedeutung Fotos für ein verfolgtes Volk wie das der Kurden haben können. Und so trägt sie diese Bilder zusammen, macht daraus ein Buch. 6 Jahrzehnte Fotos aus öffentlichen Sammlungen von bekannten und unbekannten Fotografen, aus Familienalben. Zugleich entsteht eine Internetseite. Maicelas schafft Erinnerungsorte, analog und virtuell. Ich wollte herausfinden, ob es mir gelingen könnte, die Geschichte eines Volkes über eine Sammlung von Fotos zu erzählen, indem ich sowohl den Macher betrachte, als auch den Fotografierten, die gezeigten Ereignisse. Und so begann ich diese verrückte Sammlung. Susan Maicelas Fotos und ihre gesammelten Bilder gehen eine magische Verbindung ein. So führen uns ihre Impressionen von kurdischen Straßenfotografen, deren Porträts die Familien wie Heiligtümer bewahren, ganz selbstverständlich in die Gegenwart. Für ihre aktuelle Ausstellung in Frankfurt hat Maicelas Workshops mit kurdischen Flüchtlingen gemacht, Erinnerungsbücher erarbeitet. Es sind Dokumente der Flucht, der Sehnsucht nach Heimat, von Menschen, die alles zurückgelassen haben, die ihr ganzes Leben im Handy bewahren. Mich interessiert dieser ganze Prozess, was es eigentlich bedeutet, dass Menschen ihre Fotos, ihre Erinnerungen mit sich tragen. Und dieser Prozess endet nicht mit Bildern an der Wand. Der Prozess geht weiter, genau hier. Die beiden jungen Kurden hatten bislang vor allem Fotos aus der alten Heimat auf ihren Handys. Jetzt entstehen neue Bilder, neue Erinnerungen. Atelier. Ihre Arbeiten sind poetisch, fein und stark. Ihre Themen existenziell, hart und laut. Brigitte Waldach, Baselitz Meisterschülerin, zeichnet und schreibt Zeitgeschichte. In ihrem Berliner Atelier entwickelt sie Raumbilder, Zeichnungen, die mit rotem Faden in den Raum fortgeführt werden. Für mich war es immer ganz wichtig, Themen zu benutzen, die uns alle beschäftigen. Die Themen, die ich behandle, sind existenzielle Themen. Es geht um Liebe, es geht um Tod, um Unverständnis. Was ist ein zeitgenössisches Landschaftsbild? Ist das noch der Berg oder ist es noch der weite Blick in die Ebene? Oder ist das nicht eher, und das waren dann auch meine Hauptthemen in der letzten Zeit, ist es nicht eher der Weltraum? Ist das nicht die zeitgenössische Landschaft? Da geht es natürlich auch für mich darum zu gucken, wie ist das in der Kunstgeschichte besetzt, die Berge, das Erhabene, das Sublime, und dann darüber hinaus zu gehen, indem ich mir die Frage gestellt habe, was ist Romantik jetzt? Mich beschäftigt Raum in allen Facetten. Es kann der landschaftliche Raum sein, das kann auch der zweidimensionale Bildraum sein, es kann aber genauso gut der reale Raum sein, der immer Wirkung zeigt. Ich
sehe einen Raum, reagiere auf den Raum und sehe eigentlich schon, wie man den verspannen könnte, wie man den bearbeiten könnte. Und dann geht es los. Indem ich sozusagen die Linie von der Zweidimensionalität loslöse und über das Material von Gummibändern im Raum zeichne. Und das finde ich eine sehr schöne Erfahrung, Raumerfahrung, wenn man sich in einer Zeichnung bewegen kann. Und jede Art von scheinbarer Festlegung sich immer wieder verändert mit jedem Schritt. Dann gibt es Zeichnungen, die ganz spontan entstehen. Und das ist für mich eigentlich immer ganz schön, so zwischendurch nur zu zeichnen, nur mal was rauszulassen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie eine Enzyklopädie jetzt aussehen könnte. Was ist eine zeitgenössische Form eines Nachschlagewerks? Was passiert heute, wenn man recherchiert oder bestimmte Themen? Der erste Schritt geht fast immer über Wikipedia. Man guckt, wie sind die Einträge, wie sind die Themen da verfasst. Jetzt ist plötzlich jeder in der Lage, ein sehr schönes demokratisches Prinzip als Grundidee, Geschichte mitzuschreiben und zu überschreiben. Und dann stellte sich die Frage, welche Artikel, welche Themen sind eigentlich die meist diskutiertesten und welche Artikel werden am häufigsten überschrieben. International ist ganz oben auf der Liste Jesus, gefolgt vom Nationalsozialismus bzw. von Adolf Hitler und der Terrorismus. Das sind anscheinend die Themen, die international die meisten beschäftigen. Die Serie heißt History Now, Geschichte jetzt. Da ist ein reger Schreibprozess im Gange und das fand ich ganz interessant, diese Art von Fluss wieder kurz anzuhalten, in ein traditionelles Medium zu überführen, nämlich die Zeichnung, und die unterschiedlichen Entstehungsschichten auch sichtbar zu machen. Ich benutze dann unterschiedliche Grautöne, die unterschiedliche Fassungen zeigen, gehe dann aber noch darüber hinaus und thematisiere mich selber auch als diejenige, die auch Geschichte mitschreibt. Und dann füge ich sozusagen noch eigene Texte hinzu zu diesen Themen und zitiere in letzter Konsequenz noch Originaltexte. Das heißt, im Zentrum dieser Serie steht jeweils immer die Person und die ist sozusagen umspült von eigenen Zitaten. Wenn die Leute sich dann auch über Inhalte nach diesem ersten Begegnungsschritt, nach der Verführung sozusagen auseinandersetzen, dann geht das in die Richtung, die ich eigentlich auch für mich richtig finde, wenn es um Kunst geht. Das war Metropolis. Mehr zu unseren Themen auf arte.tv/metropolis. Auf Arte Plus 7 ist die Sendung auch online verfügbar. Mehr Kultur gibt es auf der Arte-App Culture Touch. Nächste Woche kommt unser Metropolenreport aus London.